Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 2 Box von Gestört, aber geil. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 2 von Gestört, aber geil. So sieht das Ganze aus. Aus dem Jahr 2017 dieses Album. Hier lesen wir einmal Gestört, aber geil in Schwarz und Gold. Und darunter haben wir einen Sticker, den wir uns noch kurz ansehen, bevor wir die Folie abnehmen. Gestört, aber geil. Nummer 2, beziehungsweise 2, das Album, 2 CD-Set. Limited Edition inklusive Festivalfahne und Gold-Sticker. Inklusive Hit-Singles, Wohin willst du, Millionenfarben und viele mehr. Plus exklusiver Album-DJ-Mix. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. So, schneiden wir hier auf der Seite auf. So, es ist das zweite Album von Gestört, aber geil. Dementsprechend der Albumtitel Nummer 2 logisch. Beziehungsweise ja, aufgelegt. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box, Hochglanzoptik. Hier an der Seite lesen wir auch wieder Gestört, aber geil. Auf der rechten Seite ebenso. Oben glattschwarz, unten glattschwarz. Und auf der Rückseite lesen wir auch nochmal Gestört, aber geil. Und dann haben wir hier die Tracklist des Albums. Und zwar haben wir insgesamt 18 Tracks mit jeder Menge Features. Hier könnt ihr das sehen. Und dann haben wir auf CD2 noch den exklusiven Album DJ Mix, Credits und Barcode. Gut, das Ganze machen wir mal auf. So sieht die Box von innen aus, glattweiß. Es handelt sich hierbei um eine relativ schlichte Pappbox, also so ein bisschen verstärktes Papier, so ein ganz leichter Karton, mehr oder weniger. Machen wir mal zur Seite. Wir haben jetzt einmal das Album an sich, dann diesen Sticker und dann diese Festivalfahne. Hoppla. Gut, die werden wir auch mal aufschneiden. So, nachdem wir jetzt alles aus der Folie geholt haben, starten wir wie immer mit dem Album an sich. Auch hier lesen wir wieder Gestört, aber geil, Nummer 2. Und dann hier natürlich das Logo mit dabei. Es ist echt die Frage, was das sein soll, aber also für mich sieht das aus wie ein Pinguin mit Sonnenbrille und Kopfhörern. Ich denke, ihr seht das auch so. Dann lesen wir hier auch wieder Album Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite klarerweise die Tracklist, 18 Stück an der Zahl. Das Ganze kommt in einem Digipack, geht dann hier auf. Hier haben wir einmal die beiden Herren, die gestört aber geil sind, also die dieses DJ-Duo darstellen. Einmal links hier der Marcel und einmal rechts der Nico. Das ist dann CD Nummer 1, sieht so aus in Schwarz und Gold. Dann haben wir CD Nummer 2, diese eben mit diesem exklusiven DJ-Mix. Und dann haben wir hier in der Mitte natürlich noch ein Booklet mit dabei. Darunter kommen einmal die Social-Media-Auftritte zur Band, zu diesem Duo zum Vorschein. Hier lesen wir auch wieder Nummer 2. Hier sind die beiden wohl gerade auf einem Festival. Dann haben wir hier die ganzen Texte, also wir haben hier die diversen Tracks aufgelistet und diese dann Wort für Wort abgetippt, sehr schön gemacht. Kann man das gut nachlesen, mitsingen. Hier weitere Impressionen von Festivals etc. Weitere Texte, weitere Fotos, weitere Texte. Und hier zum Abschluss dann noch die Credits zum Album. Und hier die ganzen Infos über die Tracks, wer daran beteiligt war, wer daran
mitproduziert hat etc., wer gefeatured wurde. Und hier noch eine kurze Danksagung. Wir möchten uns bei allen unseren Fans, Freunden und Familien bedanken, die uns die letzten Jahre so unglaublich unterstützt haben. Ihr seid die Besten, Spike und Nico. Musik von und fürs Herz. Gut. So, das soweit zum Album. Dann haben wir diesen Sticker hier mit dabei. Dieser rund, also kreisförmig und hier in goldschwarz gestört. Aber geil. Und dann haben wir noch diese riesen Fahne, die ich vermutlich gar nicht aufs Bild bekomme komplett. Also, wie sollte es anders sein? Auch hier auf dieser Fahne lesen wir wieder. Ich werde das mal hier etwas zurechtrücken. Also hier lesen wir in weiß und schwarz einmal gestört. Aber geil. Und dann haben wir auf der, das war das Messer, auf der rechten Seite dann noch hier dieses Logo, diesen Pinguin. Das Ganze ist echt riesengroß, komplett in schwarz und weiß gehalten. Aber ist ja auch eine Festivalfahne, bedeutet, wenn man dann auf so einem Festival ist, dann ist da ja eine Menge los, beziehungsweise ist man nicht immer direkt an der Bühne dran, aber das hat schon seine Berechtigung, dass diese Fahne dann entsprechend groß ist. Gut, was lesen wir hier noch? Trade Con, okay. Das Ganze ist 100% Polyester und made in China. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne, die echt riesig ist. 100% Polyester. Dann haben wir den Sticker in Gold und Schwarz und natürlich das Album an sich im Digipack inklusive 18 Tracks und einer zweiten CD, welche den DJ-Mix beinhaltet. Das alles in dieser wunderbaren Box Nummer 2 von Gestört, aber geil. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Gestört aber geil unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.